Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, ihr seht, ich stehe mal wieder neben einer wunderschönen Frau. Ja, wir haben natürlich als Moderator manchmal ein bisschen das Glück, dass wir eben neue Leute kennenlernen. Neben mir Julia Reich, servus. Hallihallo, ich habe fast alles verstanden. Ach, Entschuldigung, du kommst aus Wien, gell? Genau, ja, so ist es. Da muss ich sagen, sie kommt aus Wien. Wien ist bekannt für Gesang, Tanz und Schauspielerei. Hat so einen richtigen Wiener Schmäh, habe ich schon mitbekommen draußen. Und heute in der Schweiz. Julia, was machst du heute in der Schweiz? Bei euch zu Besuch sein, hier in der tollen Sendung, und mich sehr darüber freuen. Ja, uns freut das auch, dass jemand von so weit her kommt. War das jetzt am Weg oder hast du wirklich gesagt, nee, jetzt fahre ich einfach mal in die Schweiz? Nein, ich bin extra dafür hergekommen. Ich bin mit Mama unterwegs, die hast du ja auch schon kennengelernt. Und wir haben uns gestern schon einen schönen Tag in Basel gemacht. Und die Schweiz hat ja viele schöne Ecken zu bieten und da kommt man dann auch gerne mal extra. Na, hätte ich das gewusst, dass du deine Mama mitbringst, dann hätte ich natürlich geschaut, dass wir auch dementsprechend tolles Wetter gehabt hätten. Aber naja, du bist heute bei Musik24 bei uns im Studio. Bist du zum ersten Mal hier in der Schweiz? Nein, ich war tatsächlich schon mit einigen Musical-Touren hier in der Schweiz unterwegs. Das heißt, die Schweiz ist mir nicht fremd. Aha, also doch schon hier, aber uns noch nicht gekannt und einen weiten Bogen um uns gemacht. So war das. Ja. Darf ich fragen, die Zuschauer kennen dich ja noch wenig, obwohl ganz unbekannt bist du natürlich nicht auf unserem Sender, weil wir haben ja von dir schon einige Videos gehabt. Mhm. Jetzt haben wir noch neue gekriegt. Also du läufst von Zeit zu Zeit schon. Wo bist du aufgewachsen? Tatsächlich mitten in Wien. Ich bin zwar nicht dort geboren, sondern in Gmünd, ganz oben an der tschechischen Grenze. Oh. Aber in Wien gibt es dann doch mehr als in diesem, ich sage mal ganz böse, Kaff. Versteht man das Wort bei euch in der Schweiz schon, oder? Ja, also Gmünd ist ein schönes, aber doch Kaff, und so hat es mich dann nach Wien gezogen, weil da mit Musik doch mehr geht. Das heißt, du bist Fan von Großstadt. Ja, absolut. Also wir wohnen zwar direkt am Wienerwald, wo ich auch die Natur genieße, aber das Großstadtfeeling brauche ich schon, ja. Oh gut. Ja, ich möchte eigentlich relativ weit vorne anfangen, da wo du noch in dem Kaff gelebt hast. Wie euch seid ihr ja auf dem Burendorf, oder? Du bist zur Welt gekommen, hast Familie gehabt, hast Mama, Papa gehabt. Wie war das, als du klein warst? Bist du da in einem Hochhaus aufgewachsen oder auf einem Bauernhof oder in einem, ich weiß nicht, wie bist du aufgewachsen? Also so ein Mittelding, Bauernhof war es nicht, aber wir haben immer mit vielen Tieren gelebt und die Nachbarin war auch tatsächlich eine Bäuerin. Also ich war auch mal mit meiner Schwester als Kind Kuh melken bei der Nachbarin und so. Wahrscheinlich ein Highlight für viele Stadtkinder, dass ich da als Kind genießen durfte, das haben ja viele nicht. Das heißt, du hast eine behütete Familie gehabt, also du bist behütet aufgewachsen. Ja, absolut. Und das haben mich auch immer alle unterstützt. Und dafür bin ich echt dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe eine. Nein, 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 nein. Ich habe eine tatsächliche jüngere Schwester, die ist 2 Jahre jünger, und eine Halbschwester, die ist 15 Jahre, auch ganz, ganz musikalisch. Okay, also ja, musikalisch, das ist natürlich ein Stichwort. War es dein Papa oder deine Mama, die musikalisch war früher, oder seid ihr wirklich die Generation, die frisch angefangen hat? Nein, also wir waren immer eine musikalische Familie. Bei uns gab es Hausmusik mit Zither und so weiter. Und meine Eltern sind beide sehr musikalisch. Mein Papa singt auch sehr, sehr gut, allerdings nur im Auto. Und ja, da war es mir irgendwie in die Wiege gelegt. Okay, also ganz, ganz toll. Ja, und dann kam die Jugendzeit. Also da wird man ja irgendwann, 14, 15 Jahre, und dann geht man von Disco zu Disco, oder wie war das bei dir? Das war tatsächlich nicht ganz so, da ich sehr früh wusste, was ich machen will eigentlich. Ja. Eben zuerst das Musical, wo es mich ja dann noch 10 Jahre lang gehalten hat. Und mir war klar, dass ich nach Abschluss der Schule eine Ausbildung in die Richtung machen will. Und da braucht man natürlich Vortraining, weil du gehst nicht zu dieser Aufnahmeprüfung und sagst, so, da bin ich und habe noch nie was gemacht. Und da stand dann echt immer am Wochenende und auch während der Woche neben der Schule viel Musik und vor allem auch Tanzen und Klavierspielen am Plan. Also da blieb zunächst nicht viel Zeit für Weggehen. Also da muss man sagen, in Österreich, liebe Zuschauer, ist tatsächlich so, das hat sehr, sehr viel musikalisch begabte Leute. Österreich ist ein Land, das mit sehr, sehr viel Musik lebt. Mein größter Favorit war natürlich immer der Peter Alexander und so. Ah ja, von dem bin ich auch Riesenfan. Ja. Aber was war dann dein Vorbild? Also so in der Jugendzeit und auch davor waren es tatsächlich so Leute wie Katharina Valente oder auch Peter Alexander oder Mireille Mathieu, da meine Oma vor allem ganz, ganz viel diese Musik gehört hat, und ich habe das geliebt und ich liebe sie heute noch. Also ich bin einer der größten Katharina Valente-Fans, die du jemals treffen wirst. Okay, ich denke, wir machen jetzt mal zuerst ein bisschen Musik von dir, damit die Zuschauer ein bisschen was von dir sehen. Wir schauen uns jetzt das erste Video an.
Sehnsucht groß wie nie. Und alles, was ich habe, ist meine Fantasie. Ich kann die halbe Nacht nicht schlafen, doch plötzlich um 3:30 kommt völlig unerwartet diese SMS von dir. Lass uns ins Kopfkino gehen, Zeit voller Fantasie. Es gibt so viel zu sehen und die Lust führt Regie. Lass uns ins Kopfkino gehen. Sind wie Feuer, so heiß und doch vertraut. Die Vernunft überlässt das Steuer dem Prickeln auf meiner Haut. Du entführst mich in fremde Welten, die man allzu oft versäumt. Da, wo keine Regeln gelten und man sich in den Himmel träumt. Lass uns ins Kopfkino gehen, Zeit voller Fantasie. Es gibt so viel zu sehen und die Lust führt Regie. Lass uns ins Kopfkino gehen, was ist denn schon dabei? Einen Film gemeinsam drehen, voller Leidenschaft und bestimmt. Lass uns ins Kopfkino gehen. Lass uns ins Kopfkino gehen. Sei voller Fantasie. Es gibt so viel zu sehen und die Lust führt Regie. Lass uns ins Kopfkino gehen. Ja, und wir sind natürlich jetzt wieder da. Wir haben jetzt mal einen ersten Ausschnitt gesehen, was eben so an Musik abgeht. Ja, aber du hast gesagt, du hast schon die Idee gehabt, etwas in dieser Richtung Musik zu machen, Musical und so weiter, Schauspielen. Wie hast du das dann angefangen? Also bist du da in eine Schule gegangen oder wie war das genau? Also ich war in meiner Jugendzeit auch schon immer tatsächlich sehr, sehr großer Musical-Fan und da gab es in Wien die Ausbildung, die Performing Arts Studies Vienna. Das ist die Nachfolgeschule von der Peter-Weck-Schule. Peter Weck war ja ein ganz großer des Theaters bei uns in Wien und mir war eigentlich relativ schnell klar, dass ich nach der Matura, nach dem Schulabschluss diese Ausbildung machen will, ja. Ja, aber irgendjemand... Ich sage es mal, irgendjemand muss es ja noch finanziell stemmen. Also irgendjemand muss sich ja da auch finanziell dann getragen haben. Wer war das? Meine Mama, die hat mich da tatsächlich sehr unterstützt und auch immer an mich geglaubt. Das ist schön. Mama, die an Sie, ja, das ist ich sage das Beste, was es gibt. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wo du dann die ersten Auftritte oder überhaupt den ersten Auftritt machen könntest?
den man auch Auftritt nennen durfte. Ja, und so war das im Theater Akzent in Wien. Ich sage mal, das ist ein mittelgroßes Theater und da hatten wir immer unsere Musical-Abschlussaufführungen. Und das war natürlich Wahnsinn. Das ist jetzt keine Riesenbühne, aber irgendwie so als Jugendlicher dann da mit dem Backstage und mit den Headsets, die man kriegt und so. Und das war schon alles wahnsinnig aufregend. Aber hat sich ja schon ein bisschen auch was geändert gegenüber heute, oder? Ja, so ist es. Ja. Wenn du jetzt zurückdenkst, du bist jetzt doch auch schon 5 Jahre unterwegs, nehme ich an, oder mehr, ich weiß es nicht, ich kenne dein Alter nicht, steht leider nicht auf der Webseite drauf. Viereinhalb bin sogar. Ich unterwegs. Ah, okay, also 4,5 Jahre unterwegs. Nein, aber ich denke, du hast auch mitbekommen, dass sich die Zeit im Moment oder dass das Business, wenn man das so sagen, in den letzten paar Jahren ganz, ganz extrem wandelt. Wie gehst du damit um? Also ich war eigentlich, wie ich die Schlagersache begonnen habe, weil im Musical ist es ja ein bisschen anders, da hat man irgendwie schon so eine Fanbasis, die dann ein Stück auch mitnimmt und da muss man sich jetzt als einzelner Künstler nicht so sehr darum kümmern, die Leute irgendwie anzuziehen. Aber eigentlich, als ich die Schlagersache begonnen habe, war ich gleich mal mit Instagram und Facebook und so flott unterwegs und habe auch sehr viel Spaß dran. Also ich halte da meine Follower immer auf dem Laufenden und merke auch, dass es da sehr viel Resonanz gibt, habe auch einen Videoblog. Also ich glaube, uns ist allen klar, dass das Business in diese Richtung geht. Und nur, was machen wir mit den älteren Menschen so ab 60, 70 Jahren? Die gucken nicht auf Instagram. Ja, es ist natürlich schade, dass es vor allem in Österreich auch immer wieder weniger Musiksendungen im Fernsehen gibt. Und das ist ein großes Problem, weil man damit viel Publikum verliert. Genau. Nicht nur für die Künstler selber, sondern auch es ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen wahnsinnig schade. Ich meine, natürlich. Diese großen Kisten, die es früher gegeben hat. Musikantenstadl war eine, aber noch früher hat es ja noch viele andere Sendungen gegeben. Grand Prix der Volksmusik und so weiter. Ja. Ist ja alles weg und nichts kommt nach. Ist schon ein bisschen traurig. Ja, es ist sehr traurig. Vor allem, ich bin ja auch mit all diesen Sendungen aufgewachsen und das war ein großer Faktor dafür, warum ich heute das mache, was ich mache. Und ja, aber wie gehst du jetzt an die Leute ran? Also eben, die großen Sendungen gibt es nicht mehr. Du bist am Produzieren, machst neue Musiktitel. Die musst du ja auch vermarkten. CDs werden nicht mehr über die Geschäfte verkauft. Mhm. Da gibt es ja fast keine Verkaufsflächen mehr, sondern nur noch online. Ist schon ganz ein anderer Weg wie noch vor 20 Jahren. Ja, das definitiv. Ich meine, ich schaffe es bei Auftritten immer ganz gut, CDs zu verkaufen. Das ist nach wie vor ein Faktor, aber sonst alles übers Internet. Aber natürlich ist es schwieriger geworden, keine Frage. Da muss man nicht drüber lügen. Jetzt, du hast eine CD und du hast Musiktitel. Wer schreibt dir die Titel? Machst du das selber oder schaust du, was dir gefällt oder lässt du schreiben? Ich schreibe mit, lasse aber auch schreiben. Ich sage immer, es muss gut sein. Und wenn mich ein Song eines anderen anspringt und ich sage, ja, das ist es, dann nehme ich ihn. Aber fürs zweite Album, jetzt wo ich schon fleißig am Schreiben bin, schreibe ich auch ganz viel selber. Also es ist so ein Mix aus allem, sage ich mal. Okay, ist auch wichtig heute, dass man eben die ganze Arbeit selber macht. Dann hast du mir gesagt, du vermarktest dich selber, du hast einen Videoblog. Wo findet man den? Auf Deutscher Popschlager und Dance Fox, das ist eine Facebook-Seite und auch Internetseite und da gibt es den wöchentlich Schlagerprinzessin on Tour aus dem Leben einer Schlagerprinzessin. Ah ja, das ist nicht, muss man mal gucken. Ja, jetzt hast du natürlich auch, wenn ich denke, du bist jetzt in die Schweiz gekommen, von weit her. Du bist mit dem Flugzeug nach Basel geflogen, nehme ich an. Ist ja schon mal eine große Reise und dann noch mit dem Mietauto bis hier nach Zofingen. Wer organisiert dir die Reisen? Das mache ich alles selber und ich packe dann immer Mama ein, die ist jetzt seit dem Jahreswechsel in Pension und die freut sich, wenn sie ein bisschen mit der Schlagerprinzessin on Tour sein kann. Und so nutzen wir das dann auch immer gleich, um Zeit gemeinsam zu verbringen. Reicht doch schön, mit der Familie ein bisschen durch die Welt zu kutschieren. Ja, du selber, habe ich nichts gefunden auf deiner Seite. Die schaut zwar hübsch aus, aber da steht nicht drin, bist du verheiratet? Bist du schon zum 10. Mal geschieden? Sie ist ja sehr hübsch, also die Nachfrage dürfte ja da sein. Nein, wie sieht dein Familienleben aus? Ich habe seit mittlerweile 10 Jahren eine sehr gut funktionierende Beziehung, was nicht heißt, dass wir uns nicht auch manchmal in den Haaren haben, auch darüber muss man nicht lügen. Das muss man. Aber das gehört dazu. Nein, also mein Freund ist auch selbstständig unterwegs, der ist Tontechniker. Ah. Wir haben uns natürlich auch bei der Arbeit kennengelernt, naheliegend, also glücklich vergeben. Aber ihr seid nicht zusammen unterwegs? Manchmal, wie sich's anbietet. Er hat zum Glück selber genug zu tun und da bietet sich das nicht immer an. Tontechniker, klingt gut, brauchen wir auch immer. Wir haben auch wieder einen Ton hier bereit, nämlich ein Video, und zwar eines deiner neueren. Das schauen wir uns jetzt noch an und dann schauen wir weiter. Musik.
stehst da im Dunkeln, ganz tief in dir versunken, so fragend und still. Was heißt schon verboten? Wir zwei sind Glückspiloten und spüren das Ziel. Du und ich haben uns längst schon entschieden. Wir sind wieder da, wir haben wieder ein tolles Video gesehen. Ja, sie ist eine Prinzessin, wenn sie so singt. Und, Live-Veranstaltungen ist für mich so ein Thema. Sind das auch diese Lieder, die du dann an Live-Veranstaltungen präsentierst? Ja, absolut. Also ich versuche mich natürlich, so gut es geht, meine eigene Musik zu präsentieren. Habe natürlich auch die eine oder andere Helene als Cover im Programm. Aber ja, ich bin mit meiner eigenen Musik unterwegs, deswegen mache ich sie ja auch. Um Helene kommt niemand rum, aber trotzdem. Jetzt machst du das ja schon 2-3 Jahre, haben wir gesagt. Nein, ein bisschen mehr natürlich. Nicht mehr. Aber trotzdem, wenn du so zurückdenkst, da gibt es ja immer, wie sagt man, Top und Flop. Also es gibt sicher die ganz tollen Geschichten, es gibt auch die ganz, ja, die nicht so gut gelaufen sind. Welches war für dich, so wenn du zurückdenkst, dein schönster Auftritt? Also wenn ich mich jetzt auf den Schlagerbereich beziehe, dann war es sicher ein Highlight so im letzten Jahr, der Auftritt im Megapark letztes Jahr beim großen Opening. Und da bin ich auch mit Jürgen Drews dann, als ich auf der Insel auf der Bühne gestanden. Also das waren schon absolute Schlager-Highlights. Und wenn ich jetzt ins Musical gehe, kann ich sagen, da war ich mit dem Musical Elisabeth auf China-Tour und da haben wir vor wahnsinnig vielen Leuten gespielt und das war natürlich schon echt eindrucksvoll. In riesen, riesen Theatern. Also da packst du unser Raimund-Theater in Wien fünfmal rein in so ein Theater. Du siehst, dass ich erschrocken bin.
Ja, so habe ich auch geschaut, als ich das erste Mal dort die Bühne gesehen habe. Sie hat gesagt, sie war in China unterwegs. Corona. Ich habe keinen Husten mitgebracht. Das ist ja schon eine Zeit her, oder? Ja. Also die Inkubationszeit habe ich schon gut überstanden, keine Sorge. Gott sei Dank. Nein, ist ganz klar. Also das sind dann schon große Kisten, die man da machen kann. Auch der Megapark ist eine tolle Veranstaltung jedes Jahr. Gehst du dieses Jahr auch wieder? Ja, ich habe die große Ehre, beim Newcomer Contest, den ich letztes Jahr gewonnen habe, in der Jury zu sitzen und da mit ganz strengem Auge die Newcomer zu betrachten. Oh, sei gnädig mit ihnen, wir haben es verdient. Ja, das werde ich sein. Ja, Jürgen Drews, ja, der ist auch ist eine gute Nudel, sage ich immer. Der ist der Onkel Drews, der hat es drauf. Der gefällt mir persönlich auch sehr gut. Naja, wenn du so Auftritte machst, ich sage jetzt mal, wenn dich jemand engagieren möchte, sag, und der möchte ich auch noch einen schönen Auftritt machen, haben und so weiter. Hast du auch du hast ja einen Mann, der Tontechnik macht, dann hast du auch die Anlagen und alles dabei sein muss. Genau, das habe ich alles mit im Gepäck. Das steht im Keller und wird dann raufgeschleppt, je nach Bedarf. Aber nicht die Prinzessin natürlich. Die Krone ist da auch mit unten. Die wird immer poliert jeden Abend. Also das heißt, du hast jemanden, der dann die Anlage mitschleppt und das macht für dich. Genau. CD-Produktion, du hast eine schon fertig, bist an der zweiten dran. Genau, ja, also wir sind gerade mitten eigentlich in der gesamten zweiten Albumproduktion. Da sind schon einige schöne Songs im Entstehen. Und wann dürfen wir damit rechnen? Auf jeden Fall noch bis Jahresende. Na gut, das ist noch lange. Ich meine, es ist jetzt Anfang Jahr. Aber Singles kommen auch noch davor. Ich meine das Album. Ah, okay, also. Ja, dann habe ich mir so notiert, das Unternehmen Julia Reich. Also, wohlverstanden, liebe Zuschauer, man muss natürlich wissen, man schreibt Reich mit AI, also nicht mit EI mit Geld, sondern mit AI mit AI. Ja, das ist noch am wichtig. Anderen arbeite ich noch. Am anderen arbeitest du noch, okay. Hast du Helfer, die dich dann auch managementmäßig unterstützen? Ich habe seit kurzem eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit Mike Music Records in Deutschland und die managen mich jetzt auch und das ist wirklich ganz toll, weil auch Karin. Genau. Ja. Und ich sage immer dazu, ich hatte das bis jetzt nicht, weil es menschlich für mich einfach stimmen muss und das stimmt so gut mit der Karin. Die ist eine tolle Frau und wir können ganz ernstes Business miteinander machen und aber auch völlig blöd sein und das ist ganz toll für mich. Ja, das Blödsein, das kennt ihr. Sie war auch schon hier. Ich weiß, ich weiß alles. Ah, du weißt alles. Nein, ich würde sagen, Über diesen Schreck schauen wir uns zuerst nochmal ein tolles Video an von dir. Eines, das wir schon gehabt haben, aber das ist nichtsdestotrotz ein tolles Video, das gucken wir jetzt. Wenn der Himmel neu erwacht und das Leben dich anlacht, die Flasche Wein erklärt die Nacht, die Dunkelheit zum Tag gemacht. Wenn alles um dich herum viel zu laut ist, niemals still, nehme ich dich mit dorthin, für diesen Moment, dieses Gefühl. Wenn wir hier oben stehen, dann wird die Welt ganz leise. Hier können wir alles sehen, die ganze Welt auf ihrer Reise. Auf den Dächern der Stadt, auf den Dächern der Stadt, auf den Dächern der Stadt, auf den Dächern der Stadt. Wenn du mich suchst, ich geh nicht weg. Unser Ort bleibt unentdeckt, bleibt für immer ein Versteck. Nur mit dir ist der perfekt. Wenn alles um dich herum viel zu laut ist, niemals still, nehme ich dich mit dorthin, für diesen Moment, dieses Gefühl. Wenn wir hier oben stehen, dann wird die Welt ganz leise. Hier können wir alles sehen, die ganze Welt auf ihrer Reise. Auf den Dächern der Stadt, auf den Dächern der Stadt, auf den Dächern der Stadt.
Dächern der Stadt. Auf den Dächern der Stadt. Auf den Dächern der Stadt. Jetzt sind wir wieder da. Es ist einfach schon cool, wenn ich stehe neben ihr, oder? Und vorher haben wir sie noch im Film gesehen, aber so neben ihr zu stehen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist halt schon viel cooler, wenn nur im Video. Ist schade, haben wir keine Gäste hier, die würden dich auch alle gerne noch umarmen und sehen, aber vielleicht ein anderes Mal, wenn wir wieder mal eine Aufzeichnung machen oder so. Jetzt, wenn du ja immer unterwegs bist, dann ist es ja nicht so, dass du die Hausschuhe, die Pantoffeln immer dabei hast, dass du lebst aus dem Koffer, sage ich jetzt mal. Macht dir das Spaß? Ja, phasenweise auf jeden Fall. Wenn ich wieder die Punkte habe, wo ich auch dann noch zu Hause bin und das Zuhause-Sein genießen kann. Aber ich bin gern unterwegs und ich habe die Energie dafür und ich sehe gerne viel. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und da geht das schon gut. Und die Pantoffeln habe ich trotzdem manchmal dabei. Welche mit Rentieren drauf aktuell? Ah, gut, ich habe Tiger-Schuhe. Naja, das heißt, du schläfst also auch absolut problemlos in einem Hotel? Ja, zum Glück. Ich kenne so viele Kollegen und Kolleginnen, die Probleme damit haben, woanders zu schlafen. Aber wenn ich müde bin, lege ich mich rein und in 30 Sekunden wie ein Stein auf Wiedersehen. Bin sehr dankbar dafür. Das heißt, wenn man die Julia haben will, die kommt überall hin, mit dem Helikopter, mit dem Flugzeug, mit dem Auto. Mit was reist du am liebsten? Ich habe ja eigentlich ein bisschen Flugangst, muss ich sagen. Haben Sie erwischt. Obwohl ich sehr viel mit dem Flieger unterwegs war. Also die ganze Kinotour haben wir auch alles mit Flugzeug bewältigt. Und wenn ich zu Hause unterwegs bin, bin ich aber tatsächlich, weil wir wollen ja ein bisschen auf unser Klima achten, mit dem Erdgasauto unterwegs. Also die nachhaltige Schlagerprinzessin. Okay, mit dem Erdgas. Ich hätte da immer ein bisschen Stress. Es ist auch manchmal Stress. Ich bin schon in Deutschland gestanden und konnte nicht tanken. Also eben, das meine ich. Ist ja nicht so, dass man da einfach hingegangen und Wie ist das mit dem Erdgas? Da muss man schon spezielle Verschlüsse haben und so? Also das ist nicht das Problem, wenn du mal eine Tankstelle gefunden hast, die auch Erdgas hat. Nur oft ist es dann eben nicht so, obwohl die im Internet irgendwie stehen. Also liebe Erdgas-Tankstellenhersteller, wenn ihr das jetzt seht, baut das Netz ein bisschen weiter aus. Ich wäre sehr dankbar dafür. Naja, Erdgas. Jetzt redet ja alles von Elektro. Also das ist ja... Da reden wir nicht. Ja. Wir werden nicht politisch, aber du bist eine sehr umweltbewusste Prinzessin, die unterwegs ist. Das finde ich ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist nicht selbstverständlich. Ich hätte nicht den Mut, mir ein Auto zuzutun, das hinten so eine Gasbombe drin hat. Ich weiß nicht, ich hätte da Angst. Aber ja, ich weiß nicht. Eben, aber schon länger dann oder ist das neu? Das dritte Jahr habe ich es jetzt, ja. Und noch nie Problem gehabt, dass es gebumm gemacht hat oder so? Oh ja, hatte ich schon, muss ich sagen. Oh, aber ja. Das wollen wir hören. Was war? Nein, bumm jetzt nicht, aber ja. Es stand schon öfter in der Werkstatt, das definitiv. Okay, gut, das kommt passieren. Aber davor ist kein Auto gefeit, das hat jetzt nichts mit dem Erdgas zu tun. Wollte ich sagen, ich war auch schon öfters in der Werkstatt. Eben, also, das gehört dazu, wenn man mobil sein will. Ja, also, unsere Schlagerprinzessin unterwegs in ganz Europa, heute bei uns hier bei Musik24. Es ist einfach toll, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir haben ja noch eine Sendung mit dir vor dann. Der Heli Kompusch, der wird dich dann richtig auseinandernehmen und der will alles wissen. Muss ich mich jetzt fürchten? Nee, musst du nicht. Ich wollte einfach sagen, ja, ich denke, wir sind eine Musiksender. Wir müssen Musik machen. Wir schauen noch mal was an von dir. Ich habe ja mittlerweile so viel Material von dir. Da schauen wir uns noch ein schönes Video an. Ist einmalig, wenn man so viel Glück hat. Alle feiern und tanzen in den Lichtern der Stadt. Endlich ist es kein Traum mehr, dass das Größte geschieht. Das ist die Chance des Lebens. Die man einmal nur sieht. Wenn die Stunde
So, und wir sind natürlich wieder da. Ja, ihr habt richtig gezählt. 4 Videos haben wir schon gesehen. 1 haben wir dann noch auf Lager. Aber bevor wir natürlich das Video noch schauen, ja, zu unserem obligatorischen. Unsere Schlagerprinzessin, die Julia. Sie hat natürlich auch die CD da. Allerdings haben wir sie jetzt nicht gestrickt, sie sind draußen. Aber wir verlosen eine. Verlosen. Die Adresse ist hier unten eingeblendet, wie immer, wo ihr herschreiben müsst. Wir brauchen für die Verlosung von einer CD von dir, brauchen wir noch ein Quiz. Ja. Und da brauchen wir eine schwere, schwere Frage. Weißt du, etwas, was die nicht gleich erraten? Sie sollen sich die CD von dir ja verdienen. Ja. Und ich hätte da so einen Vorschlag. Wir fragen die Leute, woher du kommst. Wer hat gut aufgepasst? Ja, wer hat gut aufgepasst? Kommt sie aus China? Ja, wäre die erste Frage. Ja, nie, ja. Oder kommt sie aus Japan? Oder kommt sie aus Österreich, aus Wien? Schreibt bitte einfach die hin. Wien, China oder... Wien ist ja kein Land. Österreich, Entschuldigung, China oder Japan. Und die richtige und den richtigen verlosen wir dann dein Album und verschicken das natürlich auch. So ist es. So machen wir das. Also eingeblendete Adresse nicht vergessen. So, wohin geht's? Weißt du schon, wo du die nächste Auftritte machst? Ja, morgen Abend in Niederösterreich. Niederösterreich, das heißt... Oh, das ist aber weit. Ja, ich fliege auch heute Abend noch nach Hause. Oh, mit dem Flugzeug natürlich. Genau, außer ihr habt den Privathelikopter bestellt. Nee, eben nicht, es regnet. Da ist der verhindert, oder wie? Ja, die haben ja, keine Regen. Nee. Dann muss ich doch den normalen Flieger nehmen. Das heißt, du gehst nach Basel und steigst da wieder in den Flieger rein. Genau. Und chattet zurück. Also du machst das Chat-Set, also Chat-Leben. Wunderbar, gehst zurück. Was ist es für ein Auftritt? Kannst du das sagen? Ist es eine... Musical oder ist es Schlager? Nein, es ist Schlager, eine Ballveranstaltung, wo ich die Einlage bin sozusagen. Genau. Aha, die Einlage. Das sind die, wo sich die Musiker immer so furchtbar darüber aufregen. Ja, das darfst du nie vergessen. Weil da kommt eine Band mit 6, 7 Mann, die spielen den ganzen Abend für eine traurige Gage. Da kommt so eine Schlagerprinzessin, singt 3, 4 Lieder, kassiert sich dumm und dämlich. Genau so ist es. Nein, so ist es natürlich nicht. Alles hat seinen Preis, du musst ja auch dahin fliegen und so weiter. Also ich möchte einfach sagen, Julia, es hat mich sehr gefreut, dass du wirklich den weiten Weg auf dich genommen hast, um zu uns bei Musik24 reinzuschauen. Ich hoffe nicht das letzte Mal, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja, ich verabschiede mich. Ich sage auch herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich auf ein nächstes Mal. Ja, wir sehen uns ganz sicher wieder. Und zum Abschluss schauen wir uns natürlich noch ein tolles Video von dir an. Ciao zusammen, liebe Zuschauer, das ist es gewesen. Wieder da, Musik für dich und zwar da aus Zofingen live. Bis zum nächsten Mal, euer Marcello. Ich einen Scherben mehr. Was hast du bloß gemacht? Was hast du? Dich zu lieben ging nicht mehr. Habe ich zuerst gedacht. Hab mir geschworen, ich lass das nie mehr geschehen. Das wäre doch gelacht. Doch irgendwie muss ich mir leider eingestehen, es hat alles nichts gebracht. Elektrisches Fieber, es befällt mich immer wieder, bist wie Adrenalin. Es zieht mich zu dir hin. Du bringst in meine Träume, die ich irgendwann bereue, kommt mir gefährlich nah. Mein Verstand. Schon hin und her, für dich ist das ein Spiel. Und du brichst jede Gegenwehr, für mich ist das Gefühl. Hab mir geschworen, ich lass das nie mehr geschehen, das wäre doch gelacht. Doch irgendwie muss ich mir leider eingestehen, es hat wieder nichts gebracht. Elektrisches Fieber, es befällt mich immer wieder, bis wie Adrenalin. Es zieht mich zu dir hin. Du bringst in meine Träume, die ich irgendwann bereue, kommt mir
versetzt mich in eine Panik und ich merk, wie ich mich wieder verliere. Du bist elektrisches Fieber.